meine Trauminsel, seit ich die Kreidfliesen von Rügen von Caspar David Friedrich als Kind in der Kunsthalle in Hamburg gesehen habe. Eine Gegend, in die man nicht so einfach reisen konnte. Jetzt ja. Und da in Lauterbach bin ich dann doch gewesen, da ist mir aber was Unangenehmes passiert. Da habe ich meine Stimme verloren.